die Mehrheit der sozialliberalen Regierung schmolz. Und er war natürlich darauf vorbereitet, das konstruktive Misstrauensvotum zu verlieren und hat auch alle Vorbereitungen dafür getroffen. Aber er war trotzdem guten Gewissens. Er war überzeugt davon, dass auch eine Nachfolgeregierung das, was er vorangetrieben hatte mit den Vertrieben, im Grunde nicht groß ändern könnte. Dass es nach der Westintegrationspolitik dieser Ergänzungsbedarf im Interesse des Friedens im geteilten Deutschland. Also er war ja auch noch relativ jung und dynamisch. Also er war durchaus vorbereitet, aber Sie können sich nicht den Jubel, der ist ja heute in meinen Ohren, vorstellen, als dann das konstruktive Misstrauensvotum schief ging und er als Kanzler praktisch bestätigt wurde und Barzel eben nicht sein Nachfolger werden konnte. Das ging ja wie ein Aufatmen durch ganz Deutschland. Weil das Volk die Ostpolitik selber auch als etwas Notwendiges und Kriegsverhinderndes empfunden hatte. Wie wurde das denn in, Sie haben ja wahrscheinlich da nach allen Seiten die Fühler ausgestreckt in diesen Tagen. Wie war denn da die Stimmung bei im Umfeld Barzel? Auch dieses, die konnten sich das ja irgendwie nicht erklären. Wie kam das über? Naja, die waren natürlich also zutiefst enttäuscht und es ist ja eine geheime Abstimmung. Es wurde rumgerätselt, es wurden Namen genannt von sogenannten Verrätern und dann gab es ja auch diese Bestechungsvorwürfe. Und ja, dann, nachdem die Stasi-Akten geoutet wurden, hat man festgestellt, dass auch die Stasi die Hand im Spiel gehabt haben soll. All das hat sozusagen für die Politik, um die es ging, nichts Entscheidendes zu bedeuten. Obwohl ja dann bei der Haushaltsabstimmung danach eine Pattsituation eingetreten war, die dann auf kompliziertem Wege zur Auflösung des Bundestags und zu Neuwahlen 1972 führte. Und diese Neuwahlen hat dann nun wiederum die SPD mit einer solchen Mehrheit gewonnen, wie sie in der SPD-Geschichte, die ist ja über 100 Jahre alt, noch nie vorgekommen war, weder davor noch danach. Und das ist auch nochmal eine Respektsbekundung vor Willy Brandt gewesen. Das war praktisch so eine nachträgliche Bestätigung, ja, per, ja, Plebiszit, ja, kann man sagen. Kohl hatte ja im konservativen Lager aus verschiedenen Gründen Gegner. Das war seine Vergangenheit, die man ihm vorhielt, das war die Ostpolitik, das war wahrscheinlich auch ein offeneres Verhältnis zur Demokratie. Aber es drehte sich auch immer wieder um die Person, also der Lebensstil. Ich kann mich selbst als Kind noch erinnern, man sprach von Whisky-Willi und Frauen-Willi und so Sachen. Wurde das von einem Journalisten damals überhaupt wahrgenommen oder hat man davon schlicht die Augen verschlossen? Nee, natürlich wurde es wahrgenommen. Also gerade wenn Sie das zitieren über Willy Whisky etc. oder Willy Brandy, das haben wir in unseren Almanachen des Bundespresseballs selber aufgegriffen, auf die Schippe genommen. Aber das war sozusagen eine andere Ebene. Es gab natürlich auch diffamierende Bücher gegen ihn und Frauengeschichten und was er in der Emigration gemacht hat. Und all das hat aber niemals seine Größe und die Größe seiner Gedanken berühren können. Haben Sie das Gefühl gehabt, es gibt Leute, die versuchen, also über diese Schiene der Vergangenheit, die Schiene Frauenschiene, Alkohol, wirklich versuchen, ihn da anzuziehen? Ja, sie wollten an sein Prestige, nicht? Sie wollten ihn unglaubwürdig machen, sie wollten ihn als ein Frauenheld abstempeln und als ein fast Alkoholiker und so weiter. Man hat alles Mögliche versucht, um ihm an den Wagen zu fahren, aber das ist Gottlob nicht gelungen. Und natürlich gab es auch unter den Journalisten, die da feste mitgewirkt haben, nicht? Könnte ich Namen nennen, will ich aber nicht, die sich nicht geschämt haben, da
bis unter die Gürtellinie zu gehen.